erleben derzeit ein Muster, das sich irgendwie ständig wiederholt an den US-Märkten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Es wird kurz nach der Eröffnung ein bisschen gekauft, dann geht es doch einigermaßen heftig runter und dann kommt im späteren Handel wieder die Erholung. Das ist das Muster, das die US-Märkte zeigen. Der DAX gestern dagegen erstmal nach unten und dann unten gleich geblieben, hat sich nicht wirklich erholt, dann mit den späten Gewinnen oder mit den späteren Verlustbegrenzungen der US-Indizes. Ansonsten gestern der Dollar mit, oder genauer gesagt der Dollarindex mit dem stärksten Zugewinn seit 3 Wochen. Gleichwohl Gold und Silber gehen nach oben. Wir haben ansonsten Schwäche bei Öl gehabt. Wir haben die Warnung von George Soros gehabt, dass das Ganze wohl nicht nachhaltig sei, was da in den US-Aktienmärkten passiert. Und das ist das Geschehen, das gestern in wieder recht dünnem Handel hier prägend war. Und die Frage, was soll heute anders werden? Denn die Termine, die sind heute wieder rar gesät. Wollen wir gleich mal drauf schauen, was da ansteht. Und da haben wir die Verbraucherpreise aus Deutschland, 8 Uhr. Und dann das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Es ist eine Zeit derzeit ohne wirklich nennenswerte Konjunkturdaten. Das wird so bleiben bis zur Fed-Sitzung. Jetzt in der nächsten Woche, insofern fehlen einfach die Impulse. Impulse gab es ein bisschen in Asien und wir sehen wieder Minuszeichen beim Nikkei, minus 0,84%. Wir sehen Shanghai geschlossen, nach wie vor das Drachenboot fest, aber Hongkong hat auf mit minus 0,68%. Australien, schlechte Laune, 0,88%. Also wir sehen hier diese Fortsetzung des Risk-Off-Modus. Nicht alles dramatisch, es geht so scheibchenweise, hat man das Gefühl, nach unten ohne große Dynamik, aber eben ohne jedes Aufwärtsmomentum. Das ist auf jeden Fall feststellbar. Was heute wichtig wird, sehen Sie wieder bei finanzmarktwelt.de. Jetzt gehen wir rein in die Charts, gucken, was tut sich, was spielt sich ab. Und wir sehen hier erstmal diesen V-artigen Verlauf beim Dow Jones, geht rauf, dann oder geht nach der Eröffnung erstmal so ein bisschen rauf, dann geht es wieder runter und dann geht es wieder rauf. Das wiederholt sich, der Dow meandert immer wieder um die 18.000er Marke, kann die aber nicht nachhaltig überwinden. Aktuell sind wir bei 17.957, also wieder ein paar Pünktchen drunter. Das wird bedeuten, dass der DAX reinkommt um und bei ja, 10.080, 10.075, so die aktuelle Indikation, kann sich ändern, bis Sie das Video sehen. Wir haben gestern hier bei 10.040 im Prinzip nochmal einen Boden versuchte zu bilden. Knapp drüber hat der Index ein bisschen gedreht. 10.060, 10.040, das ist die relevante Zone. 10.037 ist das Verlaufstief nach den US-Arbeitsmarktdaten. Es ist fast davon auszugehen, dass wir früher oder später diese Zone brechen werden und dann wieder in diesen Bereich hier eintauchen, dessen untere Begrenzung bei 9.750 verläuft. Und alles, was dazwischen ist, ist im Grunde erstmal neutrale Zone. Jedenfalls ist dieses Momentum, dieses Aufwärtsmomentum, das wir hier gesehen haben, das ist erstmal raus und jetzt muss der Index kämpfen. Man hat das Gefühl, es wird schon im Vorfeld jetzt mögliche Unsicherheiten wie den Brexit. Ein bisschen werden die Chips vom Tisch genommen. Man will nicht mehr so viel riskieren. Gestern diese massive Rallye bei Staatsanleihen, wieder 10-jährige deutsche Staatsanleihe, also die Bundesanleihe mit dem neuen Allzeittief, die englische. Ebenso, also es gibt einen Run auf den Dollar, auf Staatsanleihen, auf Gold. Alles, was Sicherheit verspricht, ist derzeit eher gesucht und Risikoassets wie Aktien eben weniger. Wir erwarten, dass das so weitergehen wird. Erstmal Risikoassets, auch das Stichwort für den Euro-Dollar. Man sucht derzeit den Dollar, deswegen der Euro jetzt unter der 1,13er Marke, 1,1296 dürfte wohl weitergehen. Erstmal nächstes Ziel 1,1260 für die Gemeinschaftswährung. Schauen wir uns den Dollar-Yen an, dessen Anstieg gestern nochmal den US-Märkten geholfen hat im späteren Handel. Wir halten uns über der 107er Marke, trotzdem der Nikkei im Minus. Halten tut sich auch das Gold, 1268 und das US-Crude Oil. Das ist doch einigermaßen unter Druck. Wir sind jetzt doch schon eine ganz gute Strecke weg von den Hochs, die wir hier gesehen haben. Im Bereich 51,60 etwa, also hier leichte Schwäche auch beim Öl. Alles in allem kann man sagen, wir sind eben in jetzt einer Periode, wo das Sentiment sich ein bisschen ändert, wo wir merken, dass die Volatilität zum Beispiel in den USA ansteigt. Der VIX, der kommt nicht runter, sondern der steigt latent, obwohl die Märkte alles andere als panisch hier unterwegs sind, aber so langsam kommt eben etwas Bewegung rein. Man hat das Gefühl, so untergründig, da
ist also einiges in Bewegung, was man oberflächlich gar nicht so wahrnehmen kann. Jedenfalls ist das Risiko wieder da, ist das Risikobewusstsein wieder da und es ist damit davon auszugehen, dass wir heute nochmal die 1040er Marke, 10.040er, so schlimm wird es nicht werden, 10.040er Marke testen beim DAX und dann möglicherweise sogar drunter fallen und wieder in alte Kursbereiche eintauchen. Ihnen erstmal einen wunderschönen Freitag. Bis dann, ciao.